Jö, dann wollen wir mal schlafen gehen, denn ich würde doch ganz gerne wissen, was passiert, wenn wir gleich im Osten die Karte verlassen könnten. Wahrscheinlich macht der Fuhrer einen ganz groben Knick. Lagerplatz suchen? Es ist doch erst. Achso, 18 Uhr. Na gut. Einer der namenlosen Tage. Oh weia, das ist nicht gut. Also, anstelle eines Schaltjahres gibt es halt diese namenlosen Tage, um den Kalender einigermaßen auszugleichen. Und an einem namenlosen Tag werden wir von Talana geweckt. Was ist denn los? Fragt Talana noch ganz verschlafen. Also, wir wecken Talana. Ich glaube, ich habe was gehört. Schon wieder? Oh, eine Waldspinne. Ja, diesmal haben wir auch was Echtes gehört und nicht wieder irgendwelche Hirngespinste, Schrägstrich Elfen. Und ich wollte gerade aus Reflex zur Seite gehen, damit ich ordentlich schießen kann. Das ist doch schön, dass ich das jetzt nicht mehr muss. Ja. Du sicherst, du stellst dich mal da hin und fängst dir eine Waldspinne ab, die sich da verkrochen hat. Du hast die falsche Waffe in der Hand. Was ist denn das? Durch welche Waffe soll Myrum die bloße Hand ersetzen? Langbogen. Ach nee, sag jetzt nicht, dass dieser automatische Kampf automatisch auch sie in Nahkampf gehen lässt. Das wäre ärgerlich. So, du gehst bitte dahin. So, du schießt auf die Spinne. Und was das angeht, ist jetzt der Kampf mit der Maussteuerung wiederum schneller. Also mit diesem Schrägschießen. Werde ich wohl eine Mischung aus Maus und Tastatur benutzen müssen. So, du kannst nur drei Bewegungspunkte benutzen. Okay, dann müssen wir gleich mal den Inventar angucken. Da ist irgendwas im Argen. So, du hilfst mal Gwendolyn. Du schießt wieder auf den. Ich muss gleich mal darauf achten, ob die jetzt einen Erfahrungspunkt-Bonus bekommen, weil sie zum ersten Mal gegen die Spinnen kämpfen. Oder ob sich das Spiel das gemerkt hat aus dem vorherigen Teil. Obwohl, da waren es, glaube ich, keine Waldspinnen, sondern Höhlenspinnen. Mal gucken. So, direkt. Genau. Und es gibt anscheinend keine Anzeige mehr für Erfahrungspunkte. Das finde ich wiederum schade. Oh, ein Pfeil fällt etwa 10 Schritt vor euch in den Boden. Erneut ein Pfeil, diesmal etwa 5 Schritt von euch entfernt. Der nächste Pfeil fährt unmittelbar vor Gerogon in den Boden. Diesmal kann man erkennen, dass er von unmittelbar über euch gekommen ist. Im Blätterdach sieht man einen Elf mit gespanntem Bogen sitzen, der euch reglos ansieht. So ist es denn auch nicht sein Pfeil, der Gerogon trifft, sondern wohl eher das eines anderen, die erst jetzt in zahlreichen Bäumen vor euch zu sehen sind. Einer von ihnen deutet mit seiner Waffe in die Richtung, aus der ihr gekommen seid. Stopp, 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 stopp. Wir sterben gerade alle. Das war jetzt übel. Die der Göttergunst verloren sind verfallen einer Macht, die sie führt zu dunklen Toren und durch die ewige Nacht. Ich hätte eigentlich ganz gerne umgekehrt gemacht. Und es sah auch so aus, als hätte man die Möglichkeit. Aber irgendwie lief entweder das Spiel zu schnell oder ich habe die falsche Taste gedrückt. Das ist kurios. Na gut, dann laden wir den Speicherstand von eben nochmal. Schlafen. Gucken, ob wir überfallen werden. Nein. Ich würde jetzt gerne die Richtung ändern, aber es geht alles viel zu schnell. Ich gucke mal ganz kurz in den Optionen, da wollte ich sowieso noch was ändern. Ton ist inzwischen auch okay, muss ich nichts mehr nachkorrigieren. Manueller Kampf kann ruhig ein wenig schneller sein. Ich hoffe, damit ist nur die Bewegung gemeint und nicht diese Sprechblasen, wo der Schaden angezeigt wird. Teleboxen frei, Kampfhintergrund wollte ich auch mal anmachen, um zu gucken, was das ist. Ja, aber allgemeine Spielgeschwindigkeit sehe ich hier nicht. Textdarstellung, die mache ich mal langsamer. So,
Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie geholfen. Jetzt schlafe ich und versuche ganz schnell gleich rechte Maustaste zu drücken. Oh, ich glaube, ich habe was gehört. Eine Gestalt tritt aus dem Dunkeln und kommt in das Lagerfeuer. Gegrüßt seid ihr in Travias Namen, der Göttin des Herdfeuers und der Gastfreundschaft. Er weiß schon, was er sagen muss, damit er hier bleiben darf. Hm? Nachdem ihr die Träume aus eurem Kopf vertrieben habt, könnt ihr den späten Gast etwas genauer in Augenschein nehmen. Es ist offensichtlich ein Musikant, den man in seinen bunten Kleidern und seiner Laute erkennt. Kann ich mich an euer Feuer erwärmen? Fragt der Besucher, bevor ihr Zeit habt, auch ein genaues Bild von ihm zu machen. Wollt ihr ihm einen Platz anbieten, ihn davonjagen, ihn zuerst fragen, warum er so spät unterwegs ist? Das klingt doch sinnvoll. Ich habe es sehr eilig, weil meine Tante aus Lohwangen im Sterben liegt. Dafür ist er aber ganz schön gut drauf, dass er seine Tante am Sterben liegt. Na gut, bieten wir ihm einen Platz an. Der Mann lässt sich am Feuer nieder und erzählt euch von seiner heutigen Reisestrecke. Als jedoch sein Magen zu knurren beginnt, unterbricht er seinen Bericht. Habt ihr wohl noch was zu essen für einen einsamen Wanderer? Wollt ihr es mit der Gastfreundschaft nicht übertreiben? Na komm, eine Kleinigkeit können wir ihm geben. Ihr findet etwas Essbar in einem der Rucksäcke und gebt dem Gaukler davon. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe eine Karte von der Gegend dabei und würde euch gerne einen Blick darauf werfen lassen. Oh, das macht sich ja bezahlt. Sehr schön. Nachdem ihr euch die leeren Strecken eingeprägt habt, macht sich der Reisende wieder auf den Weg. So, stopp. So, ich konnte jetzt wohl ganz schnell genug rechte Maustaste drücken. Wir wollen die Bogenschützen nicht angreifen, das wird nichts, wenn überall welche im Baum hocken. Wir wollen aus der Reichweite der Bogen flüchten und zurückgehen. Mann. Üble Ecke. Aber ja, irgendjemand hat einen Pfeil abbekommen, Tirik anscheinend. Nicht gut. Und ich wollte gucken, was mit Gerugon ist, warum er so überladen zu sein scheint, ist er aber gar nicht. Na gut, das Schwert können wir demnächst verkaufen. Den Silberstreitkolben sollten wir eher Tirik geben. Ist an der Lastgrenze. Ein normales Schild. Okay, dann trägt jetzt... Gerugon hat auch keinen Platz mehr. Ja, wir sollten definitiv ausmisten in der nächsten Stadt. Also den Wurf durchverkaufen, weil der echt nichts bringt. Das Kurzschwert verkaufen. Das Schild hier. Den Goldschmuck endlich. Den Ronda kam auch, weil wir haben hier einen anderen Zweihänder. Und sie hat schon wieder den Bogen aus der Hand genommen. Achso, nee, sie hat immer noch den Bogen aus der Hand genommen. Ja, soweit alles okay. Raus hier. Und schlafen. Also, Notiz an selbst. Nicht den Kartenrand verlassen. Oh, und ich sollte gleich mal, wenn wir eine nächste Kreuzung... Achso, sind noch Goblins. Ich wollte gerade sagen, wenn wir an den nächsten Kreuzungspunkt kommen, würde ich gerne mal die Karte angucken, was der Gaukler uns da jetzt eingezeichnet hat. Und wir können inzwischen über Steine und Büsche schießen. Das ist auch eine super Neuerung. So, du dahin. Ja, der Kampf ist jetzt schon mal schneller. Ähnlich schnell wie in Schicksalsklinge. Aber auch die Sprechblasen gehen schneller weg. Das heißt, es ist ein ähnliches Spiel wie damals. Man muss dann immer versuchen, das noch schnell zu erhaschen. Obwohl, eben ging das. Das waren gerade 3 Trefferpunkte. Noch eine Neuerung, die mir gerade aufgefallen ist. Es gibt kein aggressiv, normal und defensiv Angreifen mehr. Wahrscheinlich war das zu übertrieben. Weil plus 4 Attacke macht doch schon einiges aus. Du sicherst mal, du schießt... dem in den Rücken? Nee, kannst du nicht. Da ist Jallen im Weg. Und da ist Gwillen im Weg. Dann bewege doch mal 2 Schritte nach da. Jo, kannst du den treffen. Zurück. Fast jedes Mal mit so hohen Zahlen. Das ist echt genial. So, das war Goblin Nummer 1. Nummer 2. Du bewegst dich nochmal 2 Schritte.
Nee, du sollst nicht fliegen. Du sollst nur so stehen, dass du... Dann lauf mal dahin. Geh dahin. Du, von da müsstest du treffen können. Nächste Runde. So, Tirik wartet ab. Girogon schafft auch mal was. Sehr schön. Gleich wieder Goblins. Muss irgendwo ein Goblin-Stamm in der Nähe sein. Sollten wir uns mal umgucken. So, du schießt bitte auf den Händen. Das ging ja schnell. 5 Trefferpunkte und das war's. Also ja, ich hätte es nicht gedacht, aber ich kann die Sprechblasen einigermaßen gut verfolgen. 6 Trefferpunkte waren das gerade. Denke ich. Der war schneller als die anderen. So, du auf den da. Zack. Du haust selber drauf. Du haust wieder auf den. Du schießt auf den. Sichern. Tirik. Tirik würde im Weg stehen. Wahrscheinlich egal, wo er hinläuft. Lauf erstmal dahin. Kannst du um Tirik rumschießen? Ja, kannst du. Du greifst den an. Du läufst ganz schnell weiter durch den Weilage. So. Komm schon, die müssen schneller fallen. Oder zumindest weglaufen. Ach, da fällt mir ein, ich kann ja einfach... nicht laden. Ich kann ja einfach mal den richtigen Computerkampf anmachen. Nicht diese Berechnung. Und gucken, wie das dann abläuft. Weil jetzt dürften die Elfen ja nicht mehr falsch stehen. Und deswegen in Nahkampf laufen. Sie können ja von fast überall im Fernkampf gehen. Ja, keine Magie. Dann bleibt ein... Wow, ist das schnell. Okay. Wir suchen uns einen Lagerplatz. So, keine Kräuter, kein Essen, kein Trinken. Das war schon mal nicht gut. Und wir haben die nächste Kreuzung erreicht. Wir würden gerne die Route planen. So, Von da oben kommen wir. Anscheinend gibt es... Hier waren wir auch schon. Ich glaube, die Straße da unten ist neu. Die hat der Gaukler uns gezeigt. Wollte unsere Planung fortsetzen. Ja. Würden jetzt gerne weiter nach Westen. Dann würden wir gerne nach Norden. Und da könnten wir nach... Achso, wir sind... Wo zur Hölle? Ich wollte eigentlich dahin. Wie kann ich jetzt die ganze Route abbrechen? Kann ich einmal im Kreis laufen? Ihr habt wieder den Anfangspunkt der Routenplanung erreicht. Wollt ihr die Strecke ablaufen oder die Planung wiederholen? Die Planung wiederholen. Wir würden gerne nach Westen. Ja, würden gerne wieder nach Westen. Ja, würden gerne wieder nach Westen. Bis zur Hauptstraße. Nein, das soll erstmal reichen. Hier passiert eine bekannte Kreuzung. Okay. Schon wieder keine Nahrung. Aber wir dürfen ja genug auf Reserve haben. Für den Wasser kann aber keine Tiere erledigen. Okay. Eine bekannte Kreuzung. Marschieren wir mal ein wenig weiter, sonst kommen wir wirklich nicht voran. Die Vorräte werden ganz schön aufgebraucht. Aber wir haben 18 Stück. Okay. Nee, so viel wollten wir auf Vorrat haben, ist okay. Kein Wasser, keine Tiere, keine Kräuter. Das ist eine sehr karge Gegend hier. Das sieht man ja auch an den Bildern schon. Und wir haben wieder Goblins. Dann machen wir doch mal Berechnung. Nein, keine Magie. Oh, Gwendolyn hat was abbekommen. Da können wir gleich mal versuchen, sie zu heilen. Mit, Myrren. Nur so aus Vorsicht. Myrren. Talent anwenden, nicht Krankheiten heilen, das war falsch. Talent anwenden, Wunden heilen bei Gwendolyn. 7 Lebenspunkte, sehr schön. Oh, sie hat was abbekommen. Krankheit.
Neben Fieber kann man bei Gwendel eine gelblich verfärbte Lippe feststellen. Das ist nicht gut. Können wir sie jetzt noch Krankheiten heilen, wo wir Wunden heilen gemacht haben? Das wäre ärgerlich, wenn nicht. Krankheit heilen. Gwendolyn. Der letzte Heilversuch liegt noch nicht lange noch zurück. Nein. Ärgerlich. Aber bisher hat sie keine Attribute verloren. Also vielleicht ist es noch nicht so schlimm. Hoffentlich. Speichern wir erstmal ab. Das macht sehr viel Sinn. Ja. Wollt ihr wirklich speichern? Ja. LP 007. Und wir sehen uns gleich wieder.